Seinen Abschied als Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche in Deutschland hat er sich sicherlich anders vorgestellt. Doch die Corona-Pandemie machte Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm einen Strich durch die Rechnung. Denn kurz entschlossen mussten die Synodalen zu Hause bleiben. Nur das Präsidium kam in Bremen zusammen und der scheidende Ratsvorsitzende hielt seinen Abschlussbericht vor einem fast leeren Saal. Es wäre so schön gewesen, wenn wir uns heute hier in Bremen alle miteinander hätten versammeln können. So wie wir es seit Monaten erhofft, ja, ich sage sogar noch mehr, ersehnt haben. Noch einmal präsentierte er sich nach 7 Jahren an der Spitze der EKD als Bischof der klaren Worte, auch mit Blick auf die Pandemie. Während wir hierzulande fast verzweifelt dafür werben, dass mehr Menschen sich impfen lassen, weil das die einzig wirksame, wirklich wirksame Möglichkeit ist, die Pandemie zu bekämpfen, hat ein großer Teil der Menschheit noch immer gar nicht die Möglichkeit. Nur 5% der Menschen in Afrika seien geimpft. Menschen in anderen Teilen der Welt würden durch den von uns verursachten Klimawandel ihre Existenz verlieren. Er appellierte an die Parteien in den Koalitionsverhandlungen. Es kann nicht sein, dass man notwendige Investitionen zur Begrenzung des Klimawandels jetzt unterlässt, um eine schwarze Null im Haushalt zu haben. Zur schwarzen Null gehört auch, dass man die Investitionen, die sonst andere Generationen bezahlen müssen, heute macht. Als Ratsvorsitzender der EKD bezog er auch immer wieder Stellung in politischen Diskussionen, weil es dabei, so Bedford-Strohm in Bremen, um gelebten Glauben und Hoffnung gehe. Die Flüchtlinge, die 2015 nach Deutschland kamen und später per Schiff über das Mittelmeer flüchteten, waren ihm ein Herzensanliegen. Man lasse Menschen nicht ertrinken, betonte er und unterstützte die Kirchentagsinitiative Wir schicken ein Schiff und die Sea-Watch 4. Dass die Würde und die Rechte von Geflüchteten an so vielen Orten weltweit missachtet und verletzt werden, so auch an den Außengrenzen der EU, ist skandalös und zutiefst beschämend. Deshalb setzen wir uns in ökumenischer Gemeinsamkeit nachdrücklich für eine europäische Flüchtlingspolitik ein, die sich an den Menschenrechten orientiert. Mit Blick auf die eigene Kirche zeigte er sich unzufrieden mit der Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt, die auf der Synode ein großes Thema ist. Für die Zukunft seiner Kirche ist er optimistisch. Wir brauchen dringend eine Kirche, in der junge Menschen sich zu Hause fühlen, in der junge Menschen selbst gestalten können. Und die Tatsache, dass diese Synode jetzt von einer 25-jährigen Studentin geleitet wird, ist nur ein Zeichen dafür, dass uns das in den letzten Jahren tatsächlich gelungen ist. Als Ratsvorsitzender hört er jetzt auf. Bayerischer Landesbischof ist Heinrich Bedford-Strohm noch bis 2023. In den kommenden 2 Jahren will ich in meinem Amt als Landesbischof mithelfen, unsere Kirche mit den 12 EKD-Leitsätzen im Rücken umzubauen. Denn angesichts sinkender Mitgliederzahlen und Kirchensteuern arbeitet die evangelische Kirche in Deutschland an Strukturreformen, die der scheidende Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm maßgeblich mit angestoßen hat.